Tengo sind wir unterwegs bei Phasmophobia. Ich spiele letzte Zeit das Spiel sehr, sehr oft und habe mir heute da mal ein bisschen Zeit genommen gerade. Die Sternwesenheit mit einem Bewegung bringt Geister zur Völlerlicht und zeigt ein paar normale Geräusche auf. Das ist machbar. Können wir vielleicht sogar auf eine perfekte Runde gehen. Ja, aktuell bin ich so ein bisschen am Phasmosuchten. Und dachte mir dann halt, ja, können wir halt da mal ein bisschen hier reinholen, ne? Fahrzeug nicht vergessen, aber wir können ja mittlerweile 4 Stunden. So. Und ja. Sicherheimer, du bist aus. Sehr gut. Dann machen wir wieder mal weg. Bist du hier? Bist du dort? Nein, du bist unten im Keller. Kein Beschwörungskreis. Und an. Perfekt. Ich habe gerade eine Tür gehört. Ich habe da noch eine Tür gehört. Warst du hier? Nein. Warst du hier? Nein. Okay. Hier warst du nicht. Auch nicht. Hm. Hier haben wir die Knochen. Okay, also auf jeden Fall hat er an der Tür rumgespielt, allerdings weiß ich jetzt nicht genau wo. Naja, gucken wir mal eine Runde nach, wo haben wir denn hier den kältesten Raum? 12,6, 15,8, 14,9, ah, die beiden Räume sind miteinander verbunden. 14,4, auch hier ist nix. 13 Grad hier. 16 Grad. Er spielt doch hier irgendwo an der Tür rum. Puh. Mir jetzt kirre. 13 Grad hier im Wohnzimmer. 16 Grad hier, 16,6. Fünfzehn, sieben. Und jetzt ist hier der kälteste Raum. Der macht doch irgendwo was, macht er was mit der Tür. Schmeißt die Dinger umher, ich weiß es aber nicht wo. Okay. Das heißt, du wirst dann hier deinen Geisterraum haben. Jupp. Sehr gut. Licht an. Geisterraum gefunden. Und da kommen wir eine Runde kurz mal nach. Wie und was, warum. Und ich hoffe, dass mein Mikrofon mit aufgenommen wird. Ich habe gar kein Zeichen für. Ein Umblick. Keine Angst. So, ich mache mal für mich gleich wieder ein bisschen lauter. Perfection. So, wir haben den Geisterraum gefunden. Erstmal wollten wir gucken. Wir sind noch bei 83%. Der Geisterraum ist relativ groß, wodurch wir 2 Kruzifix reinwerfen können. Die machen wir gleich beide mit. Denn der Geisterraum ist doch riesig. Wenn nur die Geisterraum hier im Wohnzimmer. Yay! Man freut sich doch. Ich möchte hier so ein bisschen abschimmeln. 12,7, 15 Grad hier, 15 dort. 5,6, gut, nehmen wir den. Jo, da wollte ich heute mal ein bisschen verarschen, aber keine Angst, verarschen lassen tue ich mich nicht. So. Kann das Kruzifix gleich wieder mitgenommen werden? Das ist ein kleiner Raum. Jetzt wissen wir wenigstens auch, wo wir nachgucken können. Nur ich frage mich die ganze Zeit, warum wir, obwohl wir da in der Nähe waren, kein unser bekommen haben, ne? Mal du wieder zurück. So, dann nehmen wir mit die Geisterbox und dich nehmen wir mit, weil du spielst ja ganz schön an den Türen rum. Ne? Geist? Wie sieht's aus? Hier hat man nix. Aha, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Fading attack. Yep, ich sehe dich und ich höre dich.
Und dann haben wir doch mal Poltergeist, Phantom oder The Mimic. Ja, können wir gleich mal gucken, was wir alles noch brauchen. So, drei Geister, das heißt noch drei Beweise. MF ist raus. Geisterbuch ist noch drin. Gefriertemps sind noch drin. Dots ist noch drin. Dann haben wir kein Geisterohr. Gucken wir direkt nach dem Geisterohr, weil haben wir nämlich einen im Geisterraum. Wissen wir, dass es der Mimic ist. Mimic hat ja mal einen Geisterohr. Ne, nehmen wir den mal kurz mit. Wenn nicht, dann können wir da trotzdem dann schon mal gleich. Obwohl, sind Dots noch drin? Dots sind noch drin, ja. Jupp. Dots sind natürlich drin. Wir können übrigens doch gleich Fotos machen und und. Aber erstmal geht's darum. Ja, ich komme ja schon, Geist. Ich komme. So kann ich erstmal keinen erkennen. Okay. Tun wir die hier hin. Wenn es ein kleiner Geist ist, tun wir die lieber hier hin. Das sollte schon reichen. Und jetzt verpissen wir es nach draußen. Warum nach draußen? Ich möchte mich erstmal gar nicht den Kruzifix anfressen lassen. Ich will jetzt erstmal hier mal kurz gucken. Ja. Also gut, wir haben ein Mimic. Das habe ich mir gerade noch gesehen. Da ist der Geisterorb. Schön zu sehen. Geisterorb ist aber draußen. Das heißt, es ist der Mimic. Gut, Mimic ist natürlich das, worauf wir uns einlassen können. Wir schmecken jetzt erstmal ein paar Pillen. Und nehmen uns auf jeden Fall mal Fotokamera mit. Dann brauchen wir Parabol und Bewegungssensor. Bewegungssensor haben wir hier. Fotoapparat da. Ayusasa, wollen wir doch genauso sehen. So. Hi. Er hat uns gerade das Licht vor der Nase ausgemacht. Er hat mich einmal hier runtergewandert und dachte sich so: Licht kriegst du nicht. Aber wir denken uns nur so, interessiert uns gerade ein recht wenig. Bip. Waren wir das oder war das der Geist? Werden wir gleich sehen. Überblick. Das war der Geist. Sehr stark. Bombastik. Parabol brauchen wir und Feuerlicht. Was ist denn wahrscheinlicher? Erstmal nehmen wir das Feuerlicht mit. Die Kamera haben wir auch noch am Mann. Ja. Dann bringen wir mal die Kamera mit. Das Feuerlicht mit. Feuerlicht hier hin. Klack. Warten wir darauf, dass er gleich auspustet. Dann können wir davon ein Foto machen. Und dann ist auch wunderbar alles. Komm. Komm, puste aus. Puste aus. Puste aus. Ich weiß, dass du auspusten möchtest. Na los. So, das dürfte dann das zweite Dreierfoto sein. Jawohl, Interaktion. Hat der Mimic nicht auch Gefriertemps? Nur um nochmal richtig vernünftig abzuchecken. 0,4, ich denke mal, da hat die Frage gerade selber erörtert. Nehmen wir das Parabolmikrofon mit. Dann kann er gleich Fotos machen und dann sieht das auch alles wieder wunderbärchen heute aus. Wir haben noch viermal Schutz. Wir wollten Parabolmikrofon mitnehmen. Parabolmikrofon ein bisschen riskant. Wenn er anfängt zu jagen, kriegst du mich jetzt im ersten Augenblick nicht mit. Ich hatte das einmal gehabt, da war ich unten im Keller, hatte einen Dämon gehabt und hatte Parabolmikrofon dabei. Nicht gut. Nicht gut. Naja. Das war flott, das war gut, das war danke. Flott, gut und danke ist immer gut. Denn jetzt können wir nämlich einen Überblick gucken. Alle drei abgeschlossen. Und wir haben übrigens Gefriertemps. Damit ist auf jeden Fall der Mimic hundertprozentig drin. Schon alleine. Der Orb hat das schon alleine bestätigt, aber better safe than sorry.
So, wir haben jetzt dreimal. 6, 9 Fotos haben wir noch. Wir brauchen noch wie viele Fotos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 Fotos noch. Bei 9 können wir machen. Vielleicht kriegen wir sogar den Geist noch mit drauf. Hoffe ich natürlich immer alles. Und da der Geist ja ziemlich viel am Marschieren ist, machen wir da gleich hin. Ich glaube, er imitiert gerade ein Gespenst. Deswegen hat er den nicht betätigt. Übrigens kann er auch einen Dämon imitieren. Und dann kann er versuchen, direkt zu jagen. Aber dafür haben wir den Kruzifix da liegen. Na los. Tritt in Salz. Danke dafür. 1, 2 und 3. So. Wie viele Soße heute? 3 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne. Perfekt. Haben wir noch einen Salzkanister dabei? Nein. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal einen Salzkanister gönnen. Gönnen uns aber auch erstmal die hier, weil wir wollen es nämlich nicht wirklich drauf anlegen. Sollte nämlich dann noch irgendwo hinter uns spawnen, dann haben wir, ja, vielleicht in einem anderen Raum oder so, dann haben wir ein kleines, klitzekleines, ganz großes Problem. Weil ich ja erstmal davon ausgehe, dass wir geschützt sind und ich leider weiß, was da passiert. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir uns da hingelegt. Er ist normalerweise mal da unterwegs, da könnt ihr vielleicht aber auch reinsteppen. Ja komm. Ja, so laufen eigentlich immer meine perfekten Runden ab. Ich mache mal alles soweit fertig, danach kommen die Fotos und das ist eigentlich immer das, was am längsten dauert. Deswegen hoffe ich, dass der Mimik vielleicht mal 1, 2, 3. So, ein Foto müssten wir jetzt noch frei haben. Zwei Fotos noch frei haben. Okay, dann hauen wir uns nochmal das letzte Salz rein und dann tun wir es in der Mitte vom Raum. Und den, wenn wir geht's nach Hause, ne? Das braucht aber auch wirklich wenig GPU, ne? Und CPU ist recht fast gar nichts. So, 1, 2, 3. Dich tue ich kurz beiseite. Perfekt. 2 Sterne nur. Und 2 Sterne. Ich würde aber 3 Sterne haben. An der Seite vielleicht. Jetzt. Immer noch nicht. The fuck. Jetzt aber. Nö, okay. Perfekte Runde kriegen wir doch nicht hin. Weil nur wegen zwei Sterne Fotos. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich in Hocke war. Naja. Gut, dann halt keine perfekte Runde. Aber zumindest haben wir mal so alles abgeschlossen. Und können jetzt auf Marsch gehen. Keiner zu Hause. Ärgert mich da bitte 2 Sternen, definitiv. Aber jedenfalls ist, manchmal, wenn das Game das nicht unbedingt, was du möchtest. Zack, 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 zack. Money, 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 money. Mal 2,65.
Nehmen wir mal mit. So, wie lange hat denn die hier gedauert? 14 Minuten. Der Geist hat wie oft seine Fähigkeit benutzt? 10 Mal. Oh ja, 10 Mal den Geist gewechselt. So, wir haben überlegt, nochmal vielleicht nochmal in Tanglewood reinzugehen und nochmal auf eine perfekte Runde zu gehen. Mal gucken. Übrigens spiele ich mit 200% Abnahme. Das war halt EMF. Dann kommen wir in der Jagd. Habe ich noch nie geschafft. Also gut, es wird auf jeden Fall eine zweite Runde, aber keine perfekte Runde. War's das? Gut. Ich rede. So, Standard Equipment für mich. Der EMFler. Temperatur und natürlich unsere Lichtquelle. Wieder kein Beschwören, kein Reacher Board. Bis jetzt auch erstmal. Erstmal gar nichts. Ich bin natürlich auch nebenbei noch nach dem Knochen. Der liegt da. Mach ich hier auch mal kurz den Raum, das Licht an. 9 Grad hier. 9,8. Das Gebäude hat sich noch nicht erwärmt. EMF Level 5 haben wir hier. Da können wir dann gleich mal dich reinmachen. Da war noch ein zweiter. Und zweiter EMF 5, das heißt, wir werden wahrscheinlich den Geist hier haben. Gehe ich mal ganz stark von aus. Okay, Dude, da haben wir den Geist da. Knochen da, Geist da. So, das ist natürlich jetzt bei der Küche verbunden. Sollte aber auch wieder ein Unterschied sein. Hier kann man übrigens auch ablesen. Ne, Sprung auf 4, ohne dass... Sprung auf 5 sogar. Ne, direkt Sprung auf 4, ohne dass wir ein Event hatten. Sprung auf 9. Gerade da ist dann der MF5 zweimal bestätigt. Hatten wir auch zweimal drauf gehabt. Perfekt. Ja, weiter geht's. Wie viel haben wir denn noch? Wie viel, sind die dann 90? Ich nehme beide mit, weil der Raum ist riesig. Ich weiß nämlich nicht, ob die Küche schon. Ich weiß, dass die Küche mal ein. Die Küche und Esszimmer mal ein Raum waren. Dass jetzt zwei Räume sind. Kann ich gar nicht so bestätigen. Aber können wir mal kurz wie voll gucken. Und zwar nehmen wir einmal kurz das Thermostat: 2,9, 12,8. Er wurmt auf jeden Fall rüber. Und damit sind hier schon mal gleich beide Räume abgedeckt. Somit kann er uns eigentlich... Ja, ich würde nicht sagen, nicht gefährlich werden, aber... wir haben schon sehr, sehr gut weggemacht. So, dich einmal und dich einmal, denn er hat davon ein bisschen viel rumgespielt. Und jetzt schon erledigt. Ja, mit EMF. Feuerlicht können wir auch noch reinbringen. Ja, ich werde schnell abgelenkt. Merkt man sicherlich mittlerweile. Nichtsdestotrotz geht's weiter. Wir haben hier das Licht aus. Kann sein, dass er ist hier. Also können wir Geisterbox, glaube ich, schon gleich abschließen. Und es klingt. Er ist böse. Da hat die Taschenlampe geflackert. Tschüss.
Also er sucht auf jeden Fall eine Menge Aufmerksamkeit. Ist ein Polti denn noch drin? Ein Polti ist tatsächlich nicht mehr drin. Ich mal sehen. Von 1 hoch auf 5. 4er, 4er. Sie keine Zwillingskurve. Zwillinge sind auch nicht mehr drin, ne? Nein. Stand jetzt sich keine Zwillingskurve. Gut, nehmen wir Duncan mit. Bin sogar schon dazu geneigt, einmal kurz die hier rauszupacken. Ich weiß, das ist verschwendet, aber ich spiele so, wie ich es für richtig halte. Und ich finde es besser, wenn man erstmal nicht gejagt wird, bis wir wissen halt, worum es geht. Und es geht auch nicht um die perfekte Runde diesmal. Sondern einfach nur decent herausfinden, was für einen Geist wir haben. Bin wieder da. Okay, du auch. Also ja. Ich glaube, ich habe gerade die Gänsehaut meines Lebens. Wir könnten ja Freezing Temps jetzt mittlerweile haben. Ja, Freezing Temperature. Und keine Fußis. Freezing haben wir. Ultraviolett wäre noch drin. Geisterbuch ist auch noch drin. Geisterorb ist raus. Geisterbox ist drin. Dotz ist drin. Da ist mir gerade tatsächlich ein bisschen und so auf Grundeis gegangen. Wir haben 25% verloren ungefähr. 20%, weil wir vorher auch ein bisschen dunkel standen. Dots sind noch drin, ne? Dots sind noch drin. Gut, Kamera, Dots, Abfahrt. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt noch ein Orb haben. Also kann ich aber keinen Orb erkennen, aber irgendwie kann ich auf der Kamera eh keinen Orb erkennen. Ach, warum kann ich eigentlich an der Decke kein Merkteil kleben? Das nervt. So. Nope. Da bist du, hi. And he took it personally. Wo bist du? Und er kommt direkt mit einem Event um Seite. Ich wusste, dass er nicht jagt, weil wir haben ja das gute Fixie. Aber... Das steht auch mehr schlecht als recht. Er hat mal auf der Kamera drauf schielen. Plätze mehr Dots. Das wäre es auf jeden Fall. Jetzt noch Ultraviolett wäre Geisterbuch wäre auch, Box wäre auch, Dots wäre auch möglich. Ein wunderschönen Uni haben wir, der uns ein bisschen auf den Sack geht. Pfeile können wir reinbringen. Damn, hab fast alle aufverbraucht. Pfeile können wir reinbringen. Kamera nehmen wir mit. Noch ein Fotografieren. Aus. Weiter geht's. Sag mir nicht, ich hab.
Ich komme gleich wieder. Wirklich ein Feuerzeug, ja Mann. Was? Tatsache. Naja, gut. Nehmen wir da halt mit, ne? Hallo, ich bin's wieder. Hallo, Mr. Oni. Eins, zwei, drei. Zack, 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 zack. Ja, sehr gut. Dann mal kurz das Licht hier wieder aus. Danke dafür. Nein! Die Kamera ist zu lange gebraucht zum Rechargen. Zeigst du mir nochmal deine Dots? Vielleicht? Wäre auf jeden Fall super nett. Na, jetzt komm. Dots, 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 Dots. Oder ein Event. Gute Effekte haben wir da. Gute Effekte haben wir da. Er hat was geworfen. Also er ist auf jeden Fall hier. Ist ja gut. De facto haben wir gerade... Wir hatten gerade ein Event reingedrückt, wo er in der Dots-Form war. Da die Dots hier nicht sind, sondern da vorne schon aufhören, war er von uns unsichtbar. Wir haben ja 5. Danke. See ya. Das war alles, was ich noch mitnehmen wollte. Gut Lego rutscht sind wir. Gut, wir könnten ja noch alle Fotos hier vormachen, aber. Yeah. Muss hier mal eine perfekte Runde sein. Nö. So, gucken wir, was haben wir denn? Ja! Ein Uni. Kurz 800, fast 900 verdient. Wie lange wollen wir denn? Wir haben 117% übrigens verloren, weil der Uni uns echt auf den Sack ging. Wie oft hat er denn seine Fähigkeit benutzt? Kein einziges Mal seine Fähigkeit benutzt. Sehr gut. Ich würde mal sagen, das reicht dann auch für heute. Und dann, ja,